So, ich habe ja gerade ein Where I Go fertig gebaut für das Event im Stadtpark. Und das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Das letzte Mal war irgendwie 2007 oder 8 oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es lange, lange her. Da hatte ich hier auch mal Where I Go vor der Tür, noch mit dem Where I Go Bilder von Groundspeak. Das war damals schon gruselig. Und jetzt habe ich mich mal wieder damit beschäftigt, einen zu schreiben und habe dafür einen anderen Bilder benutzt. Ich bin da selber auch noch Anfänger, gar keine Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich da noch viel mehr mitmache. Mir ging es einfach nur darum, jetzt mal einen wieder zu machen. Und da dachte ich mir, ach Mensch, für diejenigen, die so gar keine Computerfreaks sind oder gar nicht aus der Programmierung kommen und einfach nur mal den Einstieg finden wollen, ja, dafür mache ich mal diesen kleinen Screencast. Es ist wirklich simple, simple, super simple. Also erwartet da bitte nicht zu viel. Gucken kann man ganz gut im Das Where I Go Handbuch. Da gibt es auch eine nette Übersicht. Was ist ein Where I Go Cache? Statistiken, Grundlagen, Software, Testen, alles. Also das ist schon sehr umfangreich. Ja, da kann man auch, da gibt es auch verschiedene Bilder: den Where I Go Bilder, den Uri Go Bilder und den Iri Go Bilder und hast nicht gesehen. Also Lua selber, Objektmodell, wer wirklich tiefer in die Programmierung will und und. Also da findet man eine Menge Infos, ist aber eben nur bedingt für denjenigen, der erstmal einsteigt. Dann gibt es noch den Where I Go Com Tutorial. Da ist es in Englisch ganz nett erklärt, wie es funktioniert. Ich habe damals den ersten anhand dieser Anleitung zusammengebaut. Ich fand die bedingt einfach zu verstehen. Zumal es auch komplett in Englisch ist, ist das auch nicht jedermanns Sache. Und dann gibt es noch ein Tutorial von geocachingdresden.de. Das gefiel mir sehr gut. Auch da habe ich nicht alles von genutzt, verstanden oder ähnliches, aber den fand ich schon relativ verständlich und da habe ich mir viel rausgezogen. Die gehen auch durch 7 Teile und zwischendrin ist immer mal wieder so ein Zwischenschritt gemacht. Und so wie hier sieht man das Everest 53.2 ZIP, dann kann man sich den laden und anhand dieses Cartridges gucken, wie sieht das aus. Und er hat praktisch immer Zwischenschritte auch für die Teile gemacht, so dass nicht immer gleich der ganze Where I Go da ist, sondern auch nur der Teil, der bis zu Teil 3 zum Beispiel gehen würde. Sehr, sehr gut gemacht. Aber auch den habe ich jetzt selber gemerkt durch meinen Wiedereinstieg, wenn ich einfach nur mal ganz rudimentär einen ganz einfachen Where I Go zusammenbasteln will, ist das schon dicht dran, aber reichte mir irgendwie auch noch nicht. So, dann habe ich mich für Urigo entschieden, von dem habe ich halt viel Gutes gehört. Aber wie man hier jetzt sieht, bei Urigo.com ist das nicht die optimale Seite, um sich den Daumen zu lohnen. Sondern man geht besser zur Where I Go Foundation.com und da gibt es auch bei den Builders den Where I Go Bilder, den Urigo, den Irvigo, Groundspeak Bilder. Also hier gibt es die ganzen Sachen zu ziehen. Nimmt man den UriGo, Plattform Windows Desktop, Autor du selbst, UriGo herunterladen, Setup laden, fertig. Setup ausführen, er lädt dann etwa 10 MB aus dem Internet nach und installiert das alles. Er lädt das von der tschechischen Seite, aber jetzt macht euch nicht ins Hemd, glaubt mir, das funktioniert und da wird auch keine Verschlüsselungssoftware oder ähnliches installiert. Das klappt also. Und danach hat man dann den UriGo Player zur Verfügung. Und genau mit dem habe ich jetzt gedacht, bauen wir heute mal auf die Schnelle ein Where I Go Super Simply zusammen. Ja, UriGo gestartet und das ist auch tatsächlich so der Startbildschirm, mit dem sich das Ganze öffnet. Jetzt sieht man schon, als erstes hat er hier oben so ein Cartridge-Läppchen, also Tab, und rechts sind Eigenschaften. Seid immer ein bisschen vorsichtig und passt auf, dass hier, was hier in der Mitte steht, das gleiche ist, was hier in den Eigenschaften steht. Werden wir nachher auch noch sehen, da ist das Ding irgendwie manchmal ein bisschen eigenwillig. Okay, also hier haben wir den Namen. Wir nennen das jetzt mal Test. Where I go. Ach, wie unglaublich kreativ, oder? Und eine Beschreibung. Where I go. Wie gesagt, super simpel. Es geht nur darum, die Technik einfach zu begreifen, damit ihr das hinkriegt, diesen UriGo zu starten, einen super einfachen Where I go zu schreiben, zu kompilieren und auszuprobieren.
Mehr wird es hier nicht geben. Ich bin da selbst auch nicht der Spezialist, sondern will halt nur bei der technischen Seite ein bisschen helfen. Okay, wir wollen ein Bild haben. Bild leer sieht man, gibt es nicht. Also müssen wir erst ein Bild hinzufügen. Dafür gibt es hier unten Medien. Doppelklick, geht das hier in der Mitte auf. Neues Element. Name. Bild 1. Also, ich lasse mal meine ganze Fantasie schweifen. Ne? Bild 1, Alternativtext, Alternativ Bild 1. Ich mache das oft so am Anfang, wenn ich die Software noch nicht gut kenne, weil dann sehe ich später genau, was wo erscheint. Wenn ich jetzt ähnliche Texte benutze, dann funktioniert das nicht so gut. So, neues Element dazu. Oh, jetzt bin ich in dem falschen gelandet. Da möchte ich gar nicht hin. Das muss ich da rausschneiden. Ich bin nämlich eben falsch gelandet. Das ist der Where-I-Go, den ich gerade gebaut habe. So, ich habe im Transfer immer meine Sachen und wir nehmen hier was Still-Life. Das ist das Bild, das ich immer für alles jetzt benutzen werde. Natürlich würde man normalerweise verschiedene Bilder benutzen, aber wir sind nur wegen der Technik hier. In das Cartridge-Verzeichnis kopieren? Ja, das möchte ich. Das ist immer sicherer. Okay, muss ich erst das Projekt speichern. Legen wir hier einen Transfer mal kurz einen Ordner an. Neu. Nicht Verknüpfung, sondern neu. Ordner. ASDF, fertig ist. Rainer und da drinnen kommt jetzt unser Urvigo, den nennen wir ASDF. Zack. So, Bild ist damit auch gleich abgespeichert worden. Jetzt haben wir hier unser Bild festgelegt. Und Bild 1. Einfach um es nochmal deutlich zu machen, fügen wir noch ein zweites hinzu, das wir genauso machen. Zack, zack, zack. Neues Element, wir nehmen das gleiche Bild. Wie gesagt, ist völliger Quatsch, aber technisch erklärt ist, worum es geht. So. Medien haben wir drin, brauchen wir nicht mehr, können wir ganz zumachen, dann kommen wir da nicht immer wieder rauf. Jetzt wollen wir ihm ein Bild geben. Jetzt sieht man das übrigens auch. Hier in der Mitte ist der Where I Go, hier rechts sind noch die Eigenschaften von dem Bild. Das ist für diesen Bilder wirklich immer so. Und das ist auch ziemlich doof, aber da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Also ist ein bisschen die Aule. So, Bild ist immer noch leer. Das ist auch so eine tolle Sache. Das kriegt er erst gebacken, wenn man das hier nochmal schließt. Das Ganze am besten nochmal speichert. Dann muss man diese Where-I-Go wieder öffnen. Das funktioniert jetzt hier in der Mitte komischerweise nicht. Weiß kein Mensch warum, egal. Hier hat er jetzt die Bilder. Wir geben diesem Where-I-Go Bild 1 und das Piktogramm auch Bild 1. Was jetzt Unterschied Bild, Piktogramm ist, packt verschiedene Bilder rein, ruft das später im Player auf, das könnt ihr ganz alleine rauskriegen. Wenn ihr so weit seid, dass ihr die zusammengebaut kriegt, dann könnt ihr anfangen, euch für die Details zu interessieren. Das ist aber nicht das, was ich hier heute machen will. So, where I go are is Geocache. Hier steht Start, Play Anywhere, sieht man ganz leicht in Grau hier. Das lasse ich auch immer so, das heißt, ich kann den starten, wo ich will, ich muss nicht an irgendeinen Ausgangspunkt. Ich persönlich finde das immer ganz angenehm. Hier ist die Startbeschreibung. Hier kann man dann sagen, jo, jetzt machen wir dies und jenes und laber. So, Version ist eigentlich nur für mich selber. Firma, ja, das bin ich. Und Autor, das bin ich halt auch. Protokollieren, das kann man anklicken, dann würde er die Bewegung des Spielers und was der Spieler alles zwischendurch gemacht hat und ähnliches protokollieren. Wen es interessiert, wer sich das angucken will, hakt das halt an und dann kriegt er irgendwie ein Protokoll. Ist aber nicht Sache, was wir jetzt machen. So, damit ist der Where I Go, sagen wir, die Hülle geschaffen. Jetzt wollen wir ja irgendwo in diesem Where I Go hingehen. Dafür brauchen wir Zonen. Wir richten jetzt mal eine. Also Doppelklick, dann geht in der Mitte die Zonen auf. Und ich wette übrigens auch, ne, mit Where I Go funktioniert das wieder nicht mehr, ist egal. Zonen, neues Element, Zone 1, Beschreibung, Zone 1. Als Bild nehmen wir jetzt Bild 2, auch wenn es das gleiche ist, nur um die Technik zu zeigen. Hier würde ich jetzt andere Bilder zum Beispiel einfügen können. Anzeigen würde ich immer anlassen. Aktiv mache ich auch an, aber nur die erste Zone. Das hat den Effekt, dass ich diesen Where I Go nachher starte und die erste Zone ist sofort aktiv und kriege sie zu sehen. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Objekte, die in der Zone zuhanden sind, sollen aber eintreten zeigen, richtig. Immer in Reichweite auch. Das bedeutet, die Zone ist immer zu sehen, egal wo ich bin. Wenn ich nämlich sage, hier irgendwie irgendwelche Meterzahlen, dann würde die Zone erst auftauchen bzw. zu sehen sein, wenn ich nicht genug dran bin. Das will ich hier nicht.
Jetzt muss ich die Zone hier noch festlegen. Dafür gibt es diese Eckpunkte. Dann klicke ich auf Karte eingeben. Dann komme ich hier auf eine Karte. Ich habe hier schon vorher die ausgewählt. Das ist die Karte bei mir zu Hause, dass ich so ein bisschen weiß, wo ich bin hier. Und jetzt will ich praktisch die erste Zone. Ich lasse den hier oben irgendwo starten. Als Parkplatz gebe ich hier oben Höhenpark an. Hier ist ein Sportplatz. Und ich möchte ihn eigentlich einmal hier um die Müllkippe laufen lassen. Also heute ist es alles begrünt, aber es war mal eine Müllkippe. So, ein Punkt setzen, zwei Punkt setzen, drei Punkt setzen, vier Punkt setzen. Jetzt habe ich eine Zone definiert mit vier Punkten und einem Viereck. Sag okay hier unten. Zack. Und jetzt sind die hier angekommen. Das bedeutet, das ist meine erste Zone. Weil es so schön ist, machen wir gleich noch eine zweite Zone. Also die Zonen sollte man vorlegen, bevor man mit dem Programmieren dann richtig anfängt, weil die braucht man eh auf jeden Fall. Beschreibung Zone 2. Ich nehme jetzt wieder Bild 1 mal, weil ne, Bilder habe ich ja schon oft genug gesagt. Diese setze ich nicht auf aktiv. Man könnte auch das Anzeigen rausnehmen und sie aktiv setzen. Das ist irgendwie so ein bisschen Geschmackssache. Ich mache es halt immer so rum. Das bedeutet, diese Zone ist da, wird angezeigt, beziehungsweise Anzeige ist aktiviert, aber man sieht sie trotzdem nicht, weil sie in dem Spiel noch nicht aktiv ist. Rest wie gehabt, auf Karte eingeben. Ich will jetzt hier noch eine Zone machen. Hier soll er jetzt hinlaufen als nächstes. Und ich sage, okay, habe hier wieder meine Koordinaten drin. Zone fertig. Jetzt mache ich hier 5, 6, 7 Zonen und ein Final-Gebiet, wie immer ich das möchte. Für unser Beispiel reichen zwei Zonen, weil es geht, wie gesagt, nicht darum, hier perfekt zu programmieren, sondern einfach nur den groben technischen Einstieg zu schaffen. So, was habe ich? Ich habe Zone 1. Die ist ja schon sichtbar. Und nein, ich mache noch eins dazu. Wir machen noch einen Gegenstand. Den brauchen wir auch noch, damit wir das mal sehen. Ich generiere hier einen Gegenstand. Der Gegenstand ist, was weiß ich, Landkarte, völlig egal. Beschreibung, Test. Bild wie immer. Ich kann irgendein Bild nehmen hier. Zackig, zackig. Gesperrt, geöffnet. Sucht euch das selber raus. Es geht wirklich nur ums Einfachste. So, Gegenstand ist also auch da. Was haben wir jetzt? Jetzt kann man noch mit Aufgaben hier unten arbeiten, was bei einem Where I Go viel Sinn machen wird, mit Eingaben, mit einem Timer, wenn man ihm eine bestimmte Zeit was ablaufen lassen will und. Will ich alles nicht. Wie gesagt, auch da, das sind Details, die könnt ihr später wunderbar zusammen machen. Zone 1. Jetzt haben wir, habe ich ja gesagt, man sieht beim Start jetzt. Kann man, ja, können wir noch mal machen. Wir können jetzt noch mal den Where I Go selber nehmen. Jetzt habe ich hier rechts wieder die Eigenschaft in der Mitte nicht. Warum er das so macht, fragt mich nicht. Das Ding ist auch nur, naja. Ereignisse beim Starten sind unbehandelt. Wir möchten jetzt aber beim Starten des Where I Go schon etwas machen. Jetzt geht hier so ein Ding auf. Ich gehe auf Meldung. Ich möchte ihm ja was sagen. Zieh das hier rüber, lass es los, zack, ist es da. Den oberen Teil anklicken. Wieder kann ich ein Bild aussuchen, muss ich nicht, kann ich aber. Und sag, gehe zu Zone 1. Abbrechen will ich nicht, er soll das Programm ja anfangen und nicht abbrechen. Gehe zu Zone 1. Beim Anklicken brauche ich nicht, will ich nicht, schalte ich aus. Weil sonst müsste er da noch was klicken, brauche alles nicht. Bedeutet was? Er kriegt beim Starten des Where I Go diese Meldung, guckt jetzt nach, sieht die Zone 1, die ja aktiv ist, wie wir hier sehen, und damit weiß er, wo er hingehen soll. Jetzt gehen wir zur Zone 1. Wie man sieht, ist er hier oben wieder stehen geblieben, obwohl ich da unten doppelklicke. Das ist ihm völlig egal. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man hier gerade zu packen hat. Wir nehmen jetzt Zone 1 und ich möchte jetzt, wenn er die Zone 1 betritt, ne, dann habe ich hier wieder dieses Kasten, den lege ich da selber an. So, jetzt kann, muss ich nicht, aber kann ich ihm hier eine Meldung geben. Ich sage, du bist ganz toll und mach mal kein Bild. Abbrechen lassen will ich ihn trotzdem nicht, das macht einfach keinen Sinn an der Stelle. Beim Anklicken kann ich wieder rausgehen. Was ich jetzt aber noch möchte, ich möchte, dass er diesen Gegenstand zum Beispiel automatisch kriegt. Natürlich könnte ich ihn auch was machen lassen über. Hier unten gibt es ja die Geschichten mit Eingaben und mit Tasks und hast nicht gesehen.
Wollen wir alles nicht. Wir ordnen ihm einfach automatisiert den Gegenstand zu, den wir angelegt haben. Und da wird es jetzt so nämlich dahin, wo viele dann echt sich schwer tun, was ich auch verstehen kann, geht mir nicht anders. Festlegen. Ich ziehe das Festlegen unter die Meldung. Gehe jetzt zu dem Gegenstand, das ist die Landkarte. Ziehe die darüber. Ja, das war auch das Dämlichste, was ich machen konnte. Festlegen kommt gleich. Bewegen. Es geht um Gegenstand. Das ist bewegen. Also bewegen. Landkarte. Hier links hin. Zack. Und dann nehme ich mir den Spieler. Und zack. Dieses Füllen hier, das geht zwar super einfach, weil man es dann rüberziehen muss, ne? Aber da müsst ihr manchmal aufpassen. Das sehen wir jetzt beim zweiten. Jetzt habe ich ihm die Landkarte gegeben. Was ich jetzt natürlich auch möchte, ich möchte ja, dass Zone 1 verschwindet, die hat er ja erreicht, und dass Zone 2 erscheint. Ich muss also Zone 1 nehmen, und jetzt kann ich nicht Zone 1 rüberziehen, wie man sieht, sondern ich muss Zone 1 aktiv nehmen und rüberziehen und sagen, falsch, steht hier schon. Das bedeutet, Zone 1 verschwindet. Was machen wir als nächstes? Wir legen nochmal was fest. Zone 2 aktiv rüberziehen. Und wir ändern von falsch auf wahr. Damit geht Zone 2 an. Und jetzt können wir sagen, bei Zone 2, Doppelklick, dann sind wir hier. Ne, wird jetzt, hier brauche ich nicht aktiv, das macht er hier während des Spiels. Jetzt möchte ich aber behandeln, wenn er Zone 2 betritt, möchte ich wieder eine Meldung bringen. Suppi, geschafft. Und weil er so cool war, ach, vorhin habe ich es hingekriegt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch hinkriege. Ich habe es auch noch nicht so oft gemacht. Den Code zum Anlocken kann ich dann, glaube ich, mit auf die Meldung schmeißen. Und jetzt weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, jetzt zeigt er mir dann den Code zum Anlocken an. So. Aber ich glaube, vom Ablauf her, wie es jetzt mit der Geschwindigkeit nicht mitgekriegt hat, der guckt es einfach noch ein zweites Mal durch. Ich glaube, im Prinzip haben wir jetzt einen fertigen Ergo. Klar ist der super einfach. Das wird keinem Spaß machen. Aber um jetzt erstmal zu begreifen, wie man den überhaupt anmacht, wenn man überhaupt keine Ahnung vom Ergo hat, glaube ich, dann kann das hilfreich sein. Ich muss mir jetzt einfach selbst gut reden, dass ich das hier nicht völlig umsonst mache. So, und jetzt kann ich sagen, erstellen, starten, Default Encoding oder UTF-8, nehmt einfach Default, fertig ist. Dann geht hier so ein Simulator auf. Jetzt sehen wir hier unseren Test-Duell-Go. Sieht auch, wie es aussieht auf dem Gerät. Klickt den an. Er sagt mir, was das ist, welche Version. Hast nicht gesehen, das Bild, das ich ihm zugeordnet habe und und. Jetzt sage ich, Play, wir wollen ihn spielen. Jetzt fragt er ab, ob ich hier eine Adresse eingeben will, an der er starten soll. Ja, dieser Simulator, der ist so eine Sache für sich. Egal, was ich da für Adressen eingebe, hat nie funktioniert. Diesen Knopf hier, den verschiebe ich einfach auf der Landkarte, da wo ich hin will. Muss mich wieder reinzoomen. Ja, das ist nervig, aber das mache ich halt zu jedem Where-I-Go-Start nur einmal. Und dann kann man damit leben. Und jetzt wollte ich schon wieder zum Stadtpark, wo ich vorhin war. Ich will natürlich nach Neu-Wilmsdorf runter. Na, also man sieht, den schiebt man einfach durch die Gegend, lässt ihn da hinklicken, fährt wieder ein bisschen dichter ran, dass man weiß, wo man ist. Und sieht, so langsam komme ich hier Richtung Wurmsdorf. Und jetzt sehe ich hier oben auch schon den blauen Bereich, die Zone 1. Steht ja hier auch, gehe zu Zone 1 und die haben wir ja auch sofort aktiv geschaltet. Klicke ich hier auf gehe zu Zone 1. Man sieht, ich habe nichts bei mir, keinen Task, kein nichts. Und ich habe nur diese Location. Und er sagt mir 220 Meilen, 0,22 Meilen Nordwest. So, jetzt lasse ich mein Männchen hier blub, 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 hingehen, der macht hier noch einen Bogen, macht da noch einen Traddi und hier mal dann noch einen kleinen Multi von Flakodl und hast nicht gesehen und zack, kommen wir in die Zone. Und dann kriege ich die Meldung, du bist ganz toll, das hatten wir ja, ein Programmier. Klick. Und wir sehen, Inventar, wir haben die Landkarte bekommen. Ne? Hier ist sie, Inventory 1, Landkarte. Und Zone 2. 0,25 Meilen Nordwest. Und wir sehen hier auf der Karte, Zone 1 ist eingegraut, die sieht er auf dem Gerät nicht mehr. Zone 2 ist blau. Da geht er jetzt den Weg hier lang hin. Sieht mal, wie schnell der ist. Zack.
Hier oben erscheint der Unlock-Code, wie wir es gemacht haben, und die Meldung so wie geschafft. Enter. Ne? Muss natürlich aufpassen, den Unlock-Code hätte man ein bisschen geschickter programmieren können. Vielleicht hätte man ihn hier rein tun können, indem man auf hier drauf klickt, kommt der Unlock-Code oder ähnliches, denn der ist jetzt für ihn weg. Er kann natürlich rausgehen aus 2, wieder reingehen, zack, kommt wieder der Unlock-Code. Ja, ich weiß, ich habe schnell geredet. Das ist einfach auch, damit der Film möglichst kurz bleibt. Hier kann ich jetzt zumachen, wir haben es ja durchlaufen lassen. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach mal so alles, was man als reine Grundlage nochmal. Es geht nur darum, einen blutigen Anfänger, der noch nicht programmiert hat und der auch noch nicht den UAV-Go benutzt hat, einfach zu zeigen, wie kriege ich ganz einfach, ganz schnell einen UAV-Go hin, der natürlich super einfach ist. Und jetzt könnte man halt anfangen, hier mit Aufgaben zu arbeiten. Das heißt, in jeder Station irgendeine Aufgabe zu lösen zu lassen. Mit Eingaben, lass ihn irgendeiner Station was abzählen oder ermitteln. Mit Timer, lass ihn eine bestimmte Strecke, muss er in einer bestimmten Zeit schaffen. Aber das sind alles Sachen, da gibt es auch ganz viele Seiten, die das erklären und die das auch, finde ich, gut erklären. Ich habe dieses Filmchen einfach nur gemacht, weil mir einfach, ja, im Prinzip das fehlte, was ich gerade gemacht habe, nämlich der super einfach Einstieg. Wie starte ich das Programm? Wie lege ich ein Virgo an? Wie wechsle ich die Zone? Wie gebe ich meinen Unlock-Code aus? Und wie beende ich das Ganze? Das haben wir alles gemacht, was zum guter Letzt bleibt unter Erstellen. Da haben wir das Cartridge kompilieren. Für welches Gerät auch immer. Ich würde immer alle Geräte nehmen. Und man kann ein Package, GWZ-Package machen. Das ist nämlich zum Veröffentlichen im Web. Das heißt, ich gehe hier auf Package GWZ, Default Encoding. Jetzt kann ich dem Ding wieder einen Namen geben, Test, speichern, das war's. Jetzt habe ich auf dem Verzeichnis, in dem Ordner, wo ich das gesagt habe, die Datei Test GWZ liegen und die wird dann zu whereigo.com hochgeladen und ist dann das fertige Cartridge. Vorher könnt ihr die Cartridge natürlich auch auf jedes Handy per Hand kopieren und ausprobieren, ob überhaupt alles sauber funktioniert. So, ich hoffe, ich habe damit wirklich alles getroffen. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare. Aber immer bedenken, ich bin da nicht der große Wergo-Freak. Ich komme nur von der Programmierung, deswegen fällt es mir vielleicht etwas einfacher, mit solchen Schrottprogrammen wie diesem hier umzugehen und das mal zumindest grob erklären zu können, worum es eigentlich geht. Aber wenn es in die Tiefe geht, bin ich da auch nicht der Richtige. Da müsst ihr dann halt mal gucken. Wüsste ich jetzt so auch keinen direkten Ansprechpartner. Aber da gibt es auch einige Seiten im Netz, wie gesagt, die sich schon auch für Fortgeschrittene eignen. Ich hoffe erstmal, ihr habt alles gesehen und mir bleibt, und das kennt ihr ja, nichts anderes als zu sagen, raus, cachen.